sehen die mich doch. Nehmen Sie Haltung an, Soldat. Wir sind noch nicht fertig. Ach, wie schön. Was war das? Na, was schon? Der Organon greift an. Ach, du grüne Grütze. Liebold! Was denn? Der Organon greift an. Echt jetzt? Ja, Mann! Scheiße! Na los, an die Geschütze! Cool. Jetzt kann ich da rein, ne? Ich geh dann mal. Hä? Ach was. Doc, wie sieht's denn hier aus? Schwarz. Düster schwarz. Wie die Farbe von... Ach, egal. Sag mal, hast du getrunken? Lass ihn doch. Toni! Dann hast du hier das Kommando. Nicht Nein, wirklich. Ich habe ihn schon gesehen. Ja, dann. Das bin dann wohl ich. Dad? Ich meine Seagull? Das heißt jetzt General Seagull. Wie siehst du denn aus? Ich wurde angeschossen und bin ins rostrote Meer gestürzt. Dort hatte sich ein Hai an meinem Bein festgebissen. Zum Glück kam ein Wal und fraß den Hai. Allerdings mich auch. Im Walbauch kämpfte ich so lange mit dem Hai, bis der Wal einen giftigen Riesenkraken verschluckte, den er dann zusammen mit mir und dem Hai mitten im Scherbenmeer auswirkte. Das erklärt, wie du riechst, aber nicht, warum du General bist. Dein Vater hat einen Plan, Rufus. Hör ihn dir an. Im Gegensatz zu allem, was du versucht hast, wird dieser hier funktionieren. Ich platze vor Neugierde. Wir werden Elysium vom Himmel pusten. Und schon langweilig. Ich hab nämlich... Moment. Was wollt ihr? Aber das könnt ihr nicht tun. Doch, das können wir. Doc hat diese Kanone hier konstruiert. Und als Munition hat Tonis Einsatztruppe einen Organon-Planetenkiller ergattern können. Ich meine, das dürft ihr nicht tun. Das gehört sich nicht. Sie wissen doch nicht einmal, dass wir existieren. Und du willst es ihnen sagen, bevor sie uns in die Luft sprengen? Das war der Plan, ja. Und was, wenn ich fragen darf, machst du dann hier? Das ist kompliziert. Ich bin im Augenblick nicht nur hier, sondern gleichzeitig auch dabei, Gold zu retten. Während ich ebenfalls das letzte Hochboot so lange aufhalte, bis wir an Bord sind. Bestimmt. Er hat sich geklont. Na prima. Als hätten wir nicht schon genug Probleme. Gemein. Ich bin kein Unmensch, Rufus. Du bekommst deine Chance, uns mit deiner Rettungsaktion zu verblüffen. Aber... Nein, nein. Es ist gut, Tony. Lass ihn ruhig noch einmal versagen. Wenn das letzte Hochboot ohne Goal ablegt, können wir Elysium immer noch sprengen. Was sagst du, Rufus? Vertraust du dir selbst genug, um meinem Vorschlag zuzustimmen? Ah, worauf du wetten kannst. Was ist das? Die Rebellen greifen uns an? Los, Männer, in Gefechtsstellung! Yay! Okay, no, dann, Warentransporte. Genau, das ist die Gelegenheit, stiften zu gehen. Aber erst einmal raus aus diesen Klamotten. Puh, das war wohl die letzte Kiste. Der Warentransporter zum Hochboot kann vorerst ausgeschaltet werden. Und jetzt schaue ich mir etwas Cowboy Dodo an. Nice. Warentransporter. Dieser Warentransporter führt direkt zum Aufstiegszoll vorm Hochboot nach Elysium. Aber wie es aussieht, ist der Verladevorgang abgeschlossen. Oppenbot hat die Transporter ausgeschaltet. Wenn es doch nur einen Weg gäbe, ihn zu reaktivieren. Tja, den gibt's bestimmt. Aber was ist das denn? Fass. Oppenbot hat dieses Fass hier vergessen. Das liegt wohl daran, dass das Etikett mit dem Bestimmungsort fehlt. Rohr. Ich gehe da mal runter und dann schaue ich mal hier rein. Huhu. Hm?
War da was? Ist da jemand? Horrido! Wahrscheinlich nur Einbildung. Keiner da. Okay. Kanalisationsrufus, geh in das Rohr. Und jetzt, hier, erstmal miteinander quatschen hier. Huhu. Hä? Rufus? Was machst du denn da unten? Na was schon? Ich mach die ganze Arbeit. Da lachen ja die Hühner. Und? Hast du Argus stoppen können? Ist in Arbeit. Und du? Hast du Gold schon wieder groß gekriegt? Kurz davor. Sag Bescheid, wenn du irgendwas brauchst. Von dir? Träum weiter. Andersrum wird wohl eher ein Schuh draus. Mhm. Jo, wir können jetzt grün und blau tauschen. Das finde ich sehr gut. Folgendes. Wir brauchen ein Elysium-Bild, das wir da an das Fass kleben können. Und das machen wir auch gleich. So. Hier, Elysium-Bild ans Fass und, ja. Eilfracht nach Elysium. Porto bezahlt Empfänger. Sehr gut. Aber wir haben auch das, na toll, Oppenbot. Was machen wir denn jetzt? Muss ich den jetzt ansprechen? Ich mache ihn lieber nicht auf mich aufmerksam. Er ist zwar nur ein nutzloser Mülleimer, aber immerhin ein nutzloser Mülleimer im Dienste des Organon. Er würde mich sofort an Argus verpetzen. Stimmt. So, Warentransporter. Kann ich da jetzt rein oder nicht? Oppenbot hat die Transporter. Ist doch nur ein... Was haben wir denn hier noch alles? Aufstiegsstation, das Rohr. Ich gehe jetzt nochmal runter. Vielleicht dreht er sich ja von selber um. Und jetzt? Ich mache ihn lieber. Er ist so, aber immerhin. Er würde mich. Okay. Sonst kann ich hier nichts machen. Ich könnte das hier vielleicht drehen. Dazu müsste ich aber mit dem unteren Rufus zuerst mal zu Goal kommen. Aha. Ich komme aber immer noch nicht zu Goal. Mist. Babyfon. Huhu, bitte kommen. Nichts auf dieser Frequenz. Okay, wenn ich ihm das Babyfon gebe. Ich habe hart dafür gearbeitet. Mist. Und der Rote? Was hat der alles bei sich? Nischt. Okay. Aber ich kann mich hier umsehen. Toni. Wozu? Sie wird ja doch nicht auf mich hören. Sie hat mir noch nie was zugetraut. Okay, Seagull. Und? Wo ist jetzt die angekündigte Rettung in letzter Sekunde? Immer mit der Ruhe. Noch ist Zeit. Du zitterst. Mir ist nur kalt. Okay, Boso. Ich könnte hier ein bisschen Hilfe gebrauchen. Ich weiß nicht, Rufus. Ich finde, Seagull hat einen Punkt. Okay, Doc. Doc, komm zu dir. Es tut mir leid, Rufus. Seagull hat recht. Das hier ist unsere letzte Chance. Okay, erstmal Eier suchen. Moment. Eier, ein Ei. Ich hätte gern ein Ei. Ich hätte gern ein Ei oder vorzugsweise zwei. Okay, Stecker. Ein Stecker? Kann es sein, dass... Nein. Na? Ich nehme das trotzdem. Ich zieh den mal raus. Ich erwarte, dass ich irgendwas Dummes mache. Aber den Gefallen werde ich ihm nicht tun. Mist. Ich will den Stecker rausziehen, verdammt. Seagull, aber ging. Ich will den Stecker rausziehen. Es gibt hier sonst nichts. Es gibt hier sonst nichts. Übrigens, Boso ist nicht markiert. Mist. Was mache ich denn jetzt? Der grüne Rufus hat noch Bilder. Was hat der für Bilder? Nukleinsäure. Hier. Das erledige ich lieber alle. Wohl soll wissen. Mist. Harre aus! Ich rette dich! Heldenfoto. Und Abdruck. So. Kann ich damit jetzt irgendwas machen? Hier. Seagull, aber... Mist.
Hier. Seagull erwarben. An Doc. Doc arbeitet für Seagull. Von dem kann ich keine Hilfe erwarten. Okay, da. Seagull erwarben. Mist. Mit dem Abdruck? Seagull erwarben. Hier. Nicht einmal ich. Nicht einmal er, ich bin. Toni. Toni, hier. Der Abdruck. Sie steht auf sie. Alter. Okay. Folgendes. Ja, jetzt. Oppenbot zieht sich allen Ernstes dieses Cowboy-Dodo-Gedudel rein. Und das, obwohl er doch inzwischen mitbekommen haben sollte, dass der live einfach nichts drauf hat. Okay. Ich mache ihn lieber. Er ist aber immerhin ein Nutzer. Er würde mich. Oppenbot zieht sich all. Und das. Okay. Aber sonst habe ich nichts. Ich frage mich. Was könnte ich denn hier noch machen? Ja, ich könnte versuchen, das hier zu verdrehen, aber das geht nur von unten und ich komme unten nicht daran. Hier vielleicht. Oppenbot hat die damit. Hm. Fass. Ach so. Natürlich. Jetzt. Ich bin ein Idiot. Ist da jemand? Hallo? Na sowas. Da ist ja doch noch ein Fass nach Elysium. Das sollte ich schleunigst wegtransportieren. Auch wenn ich mich frage, wozu der Herr Amtmann auf Elysium ein ganzes Fass voller Blutegel benötigt. Schön. Paul, nein! Warum steht Rufus hier im Boden drin? Hier? Da? 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 Blauer Rufus. So. Das muss jetzt aber endgültig das letzte Fass gewesen sein. Der Herr Amtmann wird sich freuen. Am besten erstatte ich ihm sofort Bericht. Ach, war das ekelig. Aber es hat sich gelohnt. Ich bin zu guter Letzt am Aufstiegszoll angelangt. Und meine alte Blutvergiftung bin ich auch endlich losgeworden. Aber nun, freie Bahn zu den Aufstiegscodes. Okay, Knopf. Ich drücke einfach mal einen Knopf. Nice, ich kann da rein. Code-Eingabe, okay. Und da kann ich auch hin. Das weiß ich zufälligerweise noch. Jo. Alter. Alter, es wird spannend. Spannend, sag ich. Ja. Ding. Ja, Hallöchen, Tresor. Ich fresse einen Besen, wenn hier nicht die Datasette mit den Aufstiegscodes drin ist. Okay. Ohne den Code zu kennen, sollte ich das lieber nicht tun. Ich könnte einen Alarm auslösen. Das könntest du tatsächlich, ja. Paravent. Also dieser Innenarchitekt gehört aber wirklich des Landes verwiesen. Okay. Da kann ich mich hinter verstecken. Das finde ich sehr gut. Und dann habe ich noch hier Diktiergerät. Nice. Da ist noch. Aha. Argus, sein Diktiergerät. Ja, dann nehmen wir das mal. Na, dann wollen wir doch mal gucken. Nemo. Nemo an mich. Die Datasette ist im Safe. Die Kombination lautet. Das ist ja schon fast zu einfach. 4, 4, 3. Ach, wenn man nicht alles alleine macht. Na gut, jetzt ist es erledigt. So, rein in die albernen Klamotten und dann die Datasette holen. So eine Scheiße. Jetzt sitze ich aber ganz schön in der Klemme. Den Tresorcode habe ich auch nicht verstanden. Na großartig. Jetzt sehe ich ja aus wie ein Fatzkengeck. Aber das war ja wohl auch der Plan.
der im Übrigen kurz vor seiner Vollendung steht. Ich muss nur noch die Datasette aus dem Tresor holen. Wenn ich mich doch nur an diese blöde Kombination erinnern könnte. Appenbot! Sie haben ge... Huch! Alarm! Unsinn, Appenbot, Sie Pfeife! Ich bin es, Argus! Ich trage nur das Kostüm für meinen Einmarsch auf Elysium. Ach so, dann ist ja gut. Nichts ist gut. Ich kann mir meinen Einmarsch in die Haare schmieren, wenn irgendwer ständig meine Dinge verschlampt. Diesmal ist mein Diktiergerät verschwunden. Wissen Sie etwas darüber? Tja, da werde ich wohl kurz meinen Speicher überprüfen müssen. Na, worauf warten Sie noch? Diese ärgerlichen Zwischenfälle gefährden den Geist des Gelingens. Okay, Alarm aus? Schreibtisch. Wer aufräumt, ist nur zu faul zum Suchen. Okay, ja, Alarm aus. Nichts. Das liegt wohl daran, dass der Alarm gerade aus ist. Okay. Argus. Wer hätte das gedacht? Es gibt tatsächlich jemanden, der in diesem Outfit noch bescheuerter aussieht. Und wenn ich das Diktiergerät da jetzt wieder hinlege? Niemals. Dann kann er den Tresor öffnen und alles ist im Eimer. Okay, ach so, hier. Und jetzt Fenster. Was war das? Schon besser. Was war das? Schon besser. Okay, ich kann auf jeden Fall hier zurückrutschen. Ja, und sonst? Schreibtisch, Argus. Ach so. Und das Diktiergerät vielleicht rauswerfen? Konzentriere dich, Rufus. Jetzt ist nicht die Zeit für die üblichen Eseleien. Mist. Ich will aber die üblichen Eseleien. Was war das? Schon besser. Was war das? Schon besser. Mist. Ja, ich will hier hin. Sonst? Ich kann nichts machen sonst. Ich kann da nur hin. Ich kann... Okay, mit einem anderen vielleicht. Mit ihm hier. Stecker ziehen. Mist. Mit ihm hier. Strudel. Nice. Na dann, halt aus, Goal! Ich bin unterwegs! Und jetzt? Okay, mit ihmchen hier kann ich ja auch nicht wirklich was machen. Ja, aber mit ihm auch nicht. Hier durch. Ans Fenster. Hier, Fenster. Was war das? Schon besser. Er rutscht immer noch, ne? Okay, Rufus. Rufus, also, roter Rufus, hier, Heldenfoto. Doc arbeitet für... Das habe ich schon alles versucht. Mist! Hier, Heldenfoto, Seagull, da. Seagull erwarb. Hier, kann ich nochmal mit ihm sprechen und? Vielleicht? Du zitterst. Seagull erwarb. Aber ich hab sonst nichts hier. Wozu? Sie wird, sie hat mit... Ich kann hier sonst nichts machen. Mit dem Blauen auch nicht. Das geht auch... Niemals! Dann kann er... Das geht auch unauffälliger. Okay, und wie genau? Konzentriert... Jetzt... Das geht auch...